Hinter jedem Spiegel spielen sich tausende Leben ab. Ich sollte nicht hinsehen, aber es hat eine seltsame Anziehungskraft, andere Leute bei ihrem täglichen Leben zu beobachten. Ist das so? So hat ja Twitch seinen Ursprung genommen. Wenn sich einfach so ein Typ die ganze Zeit quasi 24 Stunden selbst gefilmt hat. Also live gestreamt hat. Justin. Und deswegen hieß das auch früher Justin.tv. Das Orakel hat gesagt, die Geschichten würden sich immer und immer wiederholen. Ich glaube, das liegt daran, dass Menschen sich nicht wirklich ändern. Andere Orte, andere Beteiligte, dieselben Fehler. Und das war's mit dem Spiegel. Ja, ja. Entschuldigung, Herr Richter? Ja? Jedem Angeklagten steht ein Anwalt zu, oder nicht? Ich werde die Anwältin der beiden sein. Tatsächlich? Wieso nicht? Als Richter ist mir in einem fairen Prozess gelegen. Niemand soll sagen, ich hätte die beiden zu Unrecht zum Tode verurteilt. Gut. Ich weiß nicht, ob ich von der vertreten werden will. Klappe! Die Angeklagten reden nur, wenn ihre Anwältin es ihnen sagt. Nun, was hast du zur Verteidigung der beiden vorzubringen? Herr Miesner Schwachsinn, hat einen von Grund auf verdorbenen Charakter, Die ihm vorgeworfenen Taten sind schwerwiegend. Aber so, wie man einem Troll nicht vorwerfen kann, unverschämt zu sein und streng zu riechen, kann man Nate nicht vorwerfen, sich verwerflich zu verhalten und streng zu riechen. Hey! Er hat einfach einen durch und durch schlechten Charakter. Kannst du Beispiele bringen? Für das verwerfliche Verhalten. Das Müffeln ist offensichtlich. Nun, zum Beispiel macht er einer jungen Dame Avancen und Hoffnungen auf ein gemeinsames Leben, um sie dann wortlos zu verlassen. Ivo... Mitten in der Nacht. Sicherlich nicht sehr fein. Aber zu seiner Verteidigung, er ist ein Pirat. Was kannst du sonst noch anführen? Erwiesener Schwachsinn, euer Ehren. Er ist nicht zurechnungsfähig. Hey! Er hat versucht, mich zu bestehlen. Das liegt in der Tat nah am Wahnsinn. Und sein Intelligenzquotient liegt irgendwo zwischen Leuchtqualle und Höhlentroll. Ich bin nicht schwachsinnig. Er hat die Mary gestohlen und ist damit weggeflogen, ohne Ahnung von Luftschifffahrt zu haben. Und ist er nicht prompt in den Nordlanden abgestürzt? Ich habe nicht... Das ist ein Fest für euch beide, oder? Das Gericht erkennt an, dass er ein Idiot ist. Aber das reicht nicht für Strafverschonung. In Ordnung. Aber ich möchte, dass Idiot in den Akten vermerkt wird. Stattgegeben. Was hast du noch vorzubringen? Er ist für seine Handlungen nicht allein verantwortlich, weil er von einer höheren Macht gesteuert wird. Ah, die Voodoo-Puppenverteidigung. Nein, es gibt eine höhere Macht, die ihn, uns alle, kontrolliert, glaube ich. Ja? Ja, achtet auf den Wasserkrug. Das war der Wind. Nein, das war die höhere Macht. Wenn es eine höhere Macht gibt, dann soll sie... diese Kokosnuss vom Baum holen. Da. Das ist doch unmöglich. In der Tat. Du, dreh dich um. Deine höhere Macht soll dir verraten, wie viele Finger ich in die Luft halte. Drei Finger. Einer. Ein Finger? Ha, zum Glück. Ich wusste es. Alles nur Tricks. Seltsam. Ich wusste, dass es drei Finger waren. Aber irgendwas veranlasste mich dazu, ein Finger zu sagen. Du wusstest? Das ist Hexerei! Naja. Jemand beobachtet uns. Sie wollen uns kontrollieren. Und sie wollen,
mich um den Verstand bringen. Aber ihr kriegt mich nicht. Da ist er weg, mit dem Kopf. Das war spitze. Wie hast du das angestellt? Ich weiß nicht. Du meinst, es gibt wirklich eine höhere Macht, die hier alles kontrolliert? Das kann nicht sein. Oh, höhere Macht, wenn es dich wirklich gibt, lass ein grünes Einhorn erscheinen. Siehst du, alles nur Einbildung. Also schön. Befrei mich. So, was haben die sonst noch Feines hier? Nix. Komm, Vieh, wir gehen. Wie wäre es mit einem Dankeschön? Dankeschön. Ich hab dich nicht darum gebeten. Und wir wären auch herrlich alleine zurechtgekommen, oder, Kumpel? Siehst du? Wir haben keine Zeit für diesen Blödsinn. Ich brauche deine Hilfe, angeblich. Ah, Prinzessin selbstbezogen braucht mal wieder Hilfe, was? Ich bin selbstbezogen? Du bist abgehauen, um deine blödsinnigen Piratenspielchen zu machen. Wie? Sag dieser Person, anders als sie, habe ich wenigstens nicht in irgendwelchen Betten gespielt. Wie? Sag dieser Piratenimitation, dass ich ihm nicht untreu war. Selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte ihm gar nicht untreu sein können. Er hat mich verlassen. Vieh, sag ihr, dass ich mir das nicht länger anhören werde. Nate, es geht um den Erzmagier und um Wilbur. Was ist mit denen? Der Erzmagier wurde verflucht und Wilbur wird wegen Mordes gesucht. Das ist doch Blödsinn. Der kleine Kerl tut keiner Fliege was. Wir müssen ihnen helfen. Ich kann nicht. Ich kann dich im Elfenhain absetzen, wenn du willst. Das ist ein Anfang. Der Lebensfunke ist dort bei meinem Vater. Ach so, alles klar. Ja, was auch immer. Bist du sicher, dass du den Elfenhain finden wirst? Warum habe ich die Piratenverkleidung nochmal? Ah, deswegen. Also schön. Irgendjemand muss hoch zu meinem Vater und ihn um einen Lebensfunken bitten. Anschließend müssen wir Lorem Ipsum aufspüren. Hallo? Ich werde nicht helfen. Das ist dein Problem. Ich bin auch nicht begeistert davon. Aber das Orakel meinte, ich brauche Freunde, um die vor mir liegenden Aufgaben zu bewältigen. Dann würde ich vorschlagen, du suchst dir welche. Leb wohl. Aber ihr müsst mir helfen. Ich kann Mutter unmöglich so gegenübertreten. Ja. Die Götter wissen, was sie mit mir tun würde. Passt doch. Zu Recht. Ach ja? Dann sag ihm doch persönlich, dass du ihn im Stich lässt. Dem Frosch? Das ist der Erzmagier. Hast du mir überhaupt zugehört? Und was ist mit Wilbur? Tut mir leid. Es geht nicht. Ach. Warum denn? Frage ich. Ach, Vieh. Komm schon. Schau doch, was sie getan hat. Vieh. Rutschkutsch, Levo. Vieh. Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lässt. Und das ist auch gut so. Meine Mutter darf mich auf keinen Fall so sehen. Ups. Ich wurde über deine Ankunft informiert, Ivo. Netter Hut. Tja, also, jetzt hast du alles noch einmal gesehen, wie du wolltest. Lass uns gehen. Was ist mit dir? Warum drehst du dich nicht um? Warum drehst du dich nicht als erstes um?
Die Gesellschaft dieses Menschen tut dir nicht gut. Deswegen habe ich ihm auch gesagt, dass er sich von dir fernhalten soll. Aha. Du hast was? Was hast du? Also, ich kann das erklären. Nicht nötig. Rutschkutsch, Levo! Was hast du gemacht, du Teufelin? Hexe! Elfenhexe, Elendige! Darunter freigeschaltet beleidigte Gefährten. Ihr helfen! Wie käme ich dazu? Taucht einfach auf und... Und was zum Teufel dauert da so lange? Vieh, komm schon! Oh, wir wollen los! Hau rein! Kann ich auch schon eine Pause machen? Knapp Untergrenze, aber... Ah, kurz eine Rauchen liegt drin. Das liegt drin. Ja, nun. Diese garstige Elfenhexe hat Ivo und das Vieh in ihrer Gewalt. Ivos Hippogreif macht keinen allzu glücklichen Eindruck. Vielleicht vermisst sie ihre Reiterin. Oder sie hat Hunger. Oder alles zusammen. Hunger? Ja. Wir haben nichts. Nichts. Unsere Gunner ist völlig leer. Mary und ich necken uns gerne. Sie sagt dann zum Beispiel, ich hätte keine Ahnung von Luftschifffahrt und wir würden nur in der Luft bleiben, weil sie ständig ignoriere, was ich ihr befehle. Hey, Mary. Kapitän Nate? Wie ist der Kurs, Steuermann? Frau, Schiff. Wir liegen im Hafen. Wir haben keinen Kurs. Gut. Ach, spiel doch mit. Ich mag diesen nautischen Kram. War nur ein Test. Kurs 2456 Grad Nord-Süd, Kapitän. Sehr schön. Kurs halten. Zu Befehl, Kapitän. Alles klar. Lass mich wissen, wenn es ein Problem gibt. Und dann? Die meiste Kommunikation eines Kapitäns mit seinem Schiff ist nonverbal. Belassen wir es für den Moment dabei. Okay. Der rote Pirat hat mich immer und immer wieder nach seinen Kostümen gefragt, als ich mit ihm getrunken habe. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihm zu sagen, dass wir einige als Schmierlappen benutzt haben. Eine Matrosenuniform samt Mütze und Entenschnabel aus Pappe. Super. Nein, die dürfte mir in der aktuellen Situation nicht weiterhelfen. Nun gut, da gibt es ja noch andere Dinge. Wenn wir noch viel länger durch die Gegend reisen, müssen wir irgendwo Nachschub organisieren. Oder das Vieh muss weniger essen. Eingelegte Pfirsiche. Oh, leer. Und sonst so? Nichts, der Kleiderschrank. Vielleicht nochmal. Ein Häschenkostüm samt Puschel und passenden Ohren. Ja. Ich hätte Ivo gerne mal in dem Outfit gesehen. Leider wollte das Vieh es nie hergeben. Und weiter? Ein purpurnes Tentakelkostüm. Oh, schön. Das ist das einzige Kostüm, das nicht vom roten Piraten stammt und das einzige, das laut Vieh tatsächlich einmal nützlich war. Es ist zwar schwer zu glauben, aber ein ganzer Schrank voller Kostüme hilft mir momentan nicht weiter. Die Mary verbraucht Unmengen an Kohle. Für den Ofen, aber natürlich vor allem für die Dampfmaschine. Die Bergwerksgilde hat am Ende des Krieges versprochen, die Mary für den Rest meines Lebens kostenlos zu versorgen. Als ich das Angebot zum zweiten Mal wahrgenommen habe, meinte ein ziemlich grimmiger Zwerg, das Ganze sei eher symbolisch gemeint gewesen. Ja. Im Siegestaumel wurden so einige Versprechen gemacht und später nicht gehalten. Geh am Deck, nein. Ich habe alchemistische Labore und Großbaustellen gesehen, auf denen es weniger Kram gab als auf diesem Schminktisch. Die Leute glauben immer, Piraten würden sich nicht um ihr Aussehen scheren. Aber das stimmt nicht. Wie alle sind wir empfindlich, wenn es um unser Äußeres geht. Naja. Kaum lässt man sich mal einen Bart stehen, beschweren sich Leute, dass man früher besser aussah.
War das eine Monkey Island-Anspielung? Ich weiß es nicht. Parfumzerstäuber, Puder, Schminke. Na, nichts, was ich im Moment gebrauchen könnte. Aber ich bin volljährig. Ich habe einen Bart. Parfums. Oh. Ein Haufen Landkarten, Tagebücher, Reiseberichte und so weiter. Ich habe nach Dingen gesucht, die ewiges Leben versprechen. Der Heilige Gral, der Stein der Weisen, der Jungbrunnen, solche Sachen. Schwerer zu finden, als man glauben sollte. Deswegen bin ich ja auf die Idee mit dem Djinn gekommen. Da wusste ich immerhin, wo ich ihn suchen muss. War hier nicht auch irgendein Buch zu Lorem Ipsum? Das ist es. Hätte ich früher daran gedacht, hätte ich es Ivo mitgeben können. Lorem Ipsum Dolorosit, und wie ging das weiter? Ein Notizbuch mit einigen Aufzeichnungen über die untergegangene Stadt Lorem Ipsum. Hätte ich früher daran gedacht, hätte... Ja, ja. Schminktisch, noch mehr Kiste. Ich mag es, verschwundene Dinge zu suchen und lang verborgene Geheimnisse zu lösen. Es ist keine ehrliche Piratenarbeit, aber vielleicht werden das Vieh und ich Schatzsucher. Als wir damals aus den wilden Landen zurückgeflogen sind, hat Ivo hier aufgeräumt. So nannte sie es zumindest. Und jetzt findet man nichts mehr. In Wirklichkeit hat sie nur unübersichtliche Ordnung in meine ausgeklügelte Unordnung gebracht. Ja, ich kenne es. Früher weiß man, wo sein Zeug ist, und dann wird einmal aufgeräumt und dann ist alles weg. Navigation ist keine komplizierte Wissenschaft. Ich suche einen Ort auf der Karte aus, zu dem ich gerne fliegen würde. Dann sage ich der Mary den Ort und sie fliegt mich dorthin. Ich weiß nicht, warum andere sich damit so schwer tun. So zum Beispiel, ja, keine Ahnung. Schatz, ich hatte hier mal eine Gabel. Wo ist die? Was in der Besteckschublade? Ohne Vieh fliege ich nicht weg. Das Vieh ist mein erster Mat und der Koch an Bord und der Ausguck und es schaufelt Kohlen und hilft mir, die Mary zu ärgern. Es ist an Bord unerlässlich. Kleiderschrank ist auch ausgebrannt. Ja, nun gut. Wir wissen ja noch nicht wirklich, was überhaupt passiert ist. Also ich denke nicht, dass wir das groß beobachtet haben. Es war ihm ja relativ schnuppe. Sobald ich das Vieh geholt habe, bin ich weg hier. Vielleicht fliegen wir nach... Oder... Egal. Wir sind frei. Wir können hinfliegen, wo immer wir wollen. Sobald ich... Ja. Nach unserem Sieg gegen Mortroga wollten einige Gnomen-Ingenieure aus Dankbarkeit die Mary tunen. Aber die Mary mag keine technischen Spielereien und ich bin auch so zufrieden mit ihr. Als ich die Mary gerade neu hatte, verstand ich rein gar nichts von ihrer Technik. Heute verstehe ich mindestens doppelt so viel. Super. Als die Mary noch dem Roten Piraten gehörte, hat er mit ihr nicht nur Vergnügungsfahrten unternommen. Ab und zu wurde auch gearbeitet, wie dieser Käfig für flüchtende Feinde und unvorsichtige Adlige beweist. Eines meiner Ziele im Leben ist es, nicht noch einmal als Gefangener in meinem eigenen Käfig zu hocken. Ja, wäre eine Idee, ja, ja. Warum als ich das Ding das letzte Mal benutzt habe, habe ich damit eine Kopfgeldjägerin vom Himmel gepustet. Trotzdem gehen Vieh und ich lieber jedem Kampf aus dem Weg und verlassen uns auf unsere Köpfchen und unser gutes Aussehen. Warum hat die Kanone eine Lunte da oben drauf? Das ist doch eine Lunte. Der Elfenhain ist einer der schönsten Flecken Erde, den man sich vorstellen kann. Aber auch ein goldenes Gefängnis ist ein Gefängnis. Okay, Kanone geht gar nicht mehr. Der Elfenhain ist ein... Ah, Seil. Geil. Die Mary hat versucht, mir einige Knoten beizubringen. Ich glaube, es hat ihr gefallen, ihr Wissen an mich weiterzugeben. Als nächstes will sie versuchen, Schweinen das Fliegen beizubringen, hat sie gesagt. Ist einfacher.
Ein Seil kann man immer... Achso. Das kann man nicht mitnehmen. Mit Kanone, mit diesem Viech, Steuerrad. Geht im Moment gar nichts. Wirft das Seil von Bord? Ja, vielleicht. Nein, ich muss die Mary nicht extra verteuern. Sie hält von ganz alleine die Position. Und das Ganze ohne Energie und alles. Na gut. Vieh, was hast du denn schon wieder angestellt? Mama locker, Evo. Evos Mutter? Oh. Komm, holen wir dich erst einmal da raus. Schon gut. Das ist verfluchte Elfenmagie. Ja, ich werde Hilfe holen. Warte hier. Garstige Elfenmagie, ja. Während meiner ganzen Schulzeit hatte ich eine Lehrerin, die uns mit solchen Schilfrohren auf die Finger gehauen hat, wenn wir Blödsinn gemacht haben. Trotzdem habe ich die vollen 2 Wochen durchgehalten. Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben Tage darauf gewartet, bis Ivos Mutter endlich den Palast verlassen hat. Dann hieß es, Badespaß voraus. Vieh und ich haben Arschbomben vom Balkon gemacht. Ivo war die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen Empörung und Lachanfällen. Leute sagen, das Wasser hätte heilende Wirkung. Vielleicht sollte ich 1-2 Fass davon mitnehmen und verkaufen. Ja, warum eigentlich nicht? Leere Dosen geht nicht, okay. Wir haben Tage darauf gewartet. Dein Vieh und ich haben... Ein gerades, dünnes Schilfrohr. Nun gut, das wird sich uns bestimmt noch mit der Zeit erschließen. Stürmen wir einfach mal direkt in den Palast. Ah ja, geht. Cool. Die Königin muss die Schildwachen angewiesen haben, die Mary passieren zu lassen. Solange sie keinen anderslautenden Befehl gibt, müssen wir das Waldlandreich jederzeit betreten und verlassen können. So. Ivo hat sich mit ihrer Mutter, glaube ich, nie wirklich gut verstanden, aber sie hat sie immer respektiert. Ihre Mutter sei sehr fleißig, sehr gewissenhaft, sehr klug. Doch ich glaube, Ivo hätte sich etwas mehr Zuneigung und Wärme von ihr gewünscht. Wenn die Mutter der Freundin eine Elfenpriesterin ist und man bei ihr einen guten Eindruck hinterlassen will, sollte man das in ihrer Gegenwart nicht als Pool bezeichnen. Dabei habe ich es nur gut gemeint. Ich habe sie und Ivos Vater sogar eingeladen, sich mit uns reinzusetzen. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich hier mit Ivo glücklich geworden wäre. Natürlich ist dieser Ort wunderschön, aber nichts ändert sich oder nur unglaublich langsam. Wer will schon im Haus seiner Schwiegereltern leben, in dem die Zeit praktisch stillsteht? Boah. Eines Tages wird Ivos Kind überall das hier herrschen. Ich werde bis dahin lange tot sein. Vielleicht wird es niemals von mir gehört haben. Tja, das ist ja wirklich zu schade. Ich musste mir einen ziemlich langen und ehrlich gesagt ein klein wenig feindseligen Vortrag anhören, dass das hier ein heiliger Mondbrunnen ist. Aber wenn sich die verschwitzten Füße nach einem langen Tag nach Abkühlung sehnen, ja. Was dann? Meine guten Argumente wurden ignoriert. Schon so. Für irgendwas ist das ja auch da. Ich musste mir einen ziehen, aber meine So. Bob sitzt immer noch da, wo ich ihn vor Monaten das letzte Mal gesehen habe. Er heißt natürlich nicht wirklich Bob, aber sein Elfenname ist zu kompliziert und lang, um ihn sich zu merken. Und ihm gefällt Bob. Rede mit Bob. Hey, Bob! Nate, mein Junge! Was machst du denn hier? Och, man fleucht so herum. Deine Frau hat Ivo verhext und das Vieh gefangen genommen.
Ich werde beide befreien und dann werde ich... Ich würde zur Geduld raten, mein ungestümer Freund. Was ist geschehen? Die Königin hat Ivo im Garten entdeckt. Sie ist schwanger, wusstest du das? Ich hoffe, du sprichst von Ivo und nicht von meiner Frau. Ja, das wusste ich. Sie hat Ivo in einer Art Schlaf fallen lassen. Feora weiß um die Bedeutung von ausreichend Zeit, um weise Entscheidungen treffen zu können. Es ist kein einfacher Schlaf. Es ist eine Art Auszeit. Für Ivo steht die Zeit still, bis ihre Mutter sie wieder zurückholt. Und wann wird das sein? Sobald sie weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Jahre? Sie hat kein Recht dazu. Wir müssen Ivo zurückholen. So wie der Iltis das Brot der Schleiereule aufmuntert. Was? Wie können wir Ivo aufwecken? Ohne die Hilfe ihrer Mutter? Gar nicht. Dann müssen wir sie zwingen. Sie darf Ivo nicht gegen ihren Willen gefangen halten. Mit Zwang, Gewalt oder Tricks wirst du keinen Erfolg haben. Feora will das Beste für Ivo. Auch jetzt. Und sie wird ihre Tochter verteidigen. Würde sie erkennen, dass sie nicht in Ivos Interesse handelt, würde sie Ivo gehen lassen. Da bin ich mir sicher. Ist das so? Ich soll mit ihr reden? Um Himmels Willen! Du wärst tot, bevor du deinen ersten Satz gestammelt hättest. Hey! Ivo scheint es gut verkraftet zu haben, dass ich sie verlassen habe. Scheint es eilig gehabt zu haben, sich einen Elfenprinzen zu suchen. Nein, sie hat es nicht gut verkraftet. Sie war gekränkt und enttäuscht. Und nein, sie hat sich keinem Elfenprinzen an den Hals geworfen. Sie hat... Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ich habe sie immer geliebt, aber das scheint ziemlich einseitig gewesen zu sein. Würde ich halt doch gerne wissen, was sich da abgespielt hat. Das hat man nämlich nie erfahren. Erzmagier Alistair wurde in einen Frosch verwandelt. Von einer Van Buren, irgendeinem Gör, das jetzt durch Seefels läuft und alles verwandelt. Ein kleines Mädchen verwandelt den Erzmagier? Ja, keine Ahnung, wie sie das geschafft hat. Ivo hat irgendwas von Wilburs Zauberstab erzählt. Er ist im Düsterwald und sucht nach einem Buch, in dem steht, wie man ihn zerstören kann. Ivo wollte so lange ein paar Dinge organisieren, die man braucht, um den Erzmagier zurückzuholen. Was für Dinge? Irgendein Buch aus Lorem Ipsum. Das Buch der Toten? Jo, das war's. Dann braucht man einen Kompass, den der rote Pirat auf Tugato hat. Und etwas, das sich Lebensfunk stimmt, nennt. Den haben wir noch deswegen gar nicht. Ist sie hierher zurückgekommen. Ich glaube, es ist wichtig, Alistair schnell zurückzuholen. Er könnte Antworten auf einige wichtige Fragen haben. Auf was für Fragen? Etwas rührt sich. Ein großes Übel. Ich kann es seit einigen Tagen spüren. Die Kleine mit dem Zauberstab? Nein. Etwas Älteres, Größeres. Es bedroht uns alle. Auch dich und Ivo. Gar nicht gut. Aber ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Ivo hat mir nicht viel erzählt. Oder vielleicht habe ich auch nicht zugehört. Den Lebensfunken habe ich hier. Ich gebe ihn meiner Tochter, sobald sie erwacht ist. Beim Kompass kann ich dir nicht behilflich sein. Aber Lorem Ipsum, die verlorene Stadt, habe ich vor Jahren mit eigenen Augen gesehen. Ich habe hier diesen Text, in dem in einer fremden Sprache über Lorem Ipsum berichtet wird. Ich beherrsche diese Sprache nicht. Ich spreche nur die Sprache der Natur. Und Deutsch aus irgendeinem Grund. Schön, schön. Mal angenommen, ich würde Lorem Ipsum suchen wollen. Wo befinden sich die Ruinen der Stadt? Unter dem Sand der Umzu-Wüste. Ach, geht es etwas präziser? Die Wüste ist groß. Ich kann mich an den genauen Ort nicht erinnern. Ich bin in der Oase Bremen losgegangen, hinein in die Wüste. Immer der Nase nach. Bremen, ja. Nach ein paar Tagen sah ich die goldenen Dächer der Stadt in der Sonne funkeln, die gerade hinter ihnen unterging. Also befindet sich Lorem Ipsum westlich von Bremen.
Aber wie weit in der Wüste? Wie viele Tage bist du gelaufen? Und wie schnell? Es ist 3.500 Jahre her, dass ich dort war. Was hast du letzten Donnerstag gemacht? Ich weiß es. Westlich von Bremen also. Das ist ein Anfang. Ja, ich weiß es. Ich schiel hier nicht gerade auf den Kalender oder so. Deine Frau hat das Vieh im Garten festgesetzt. Irgendwelche Dornranken sind aus dem Boden gewachsen und halten es fest. Oh, ein alter Trick der Priester überall auf der Welt. Ja, ja. Damit sich die Leute nicht frühzeitig aus den Gottesdiensten verziehen können, hm? Die Ranken sind sehr kitzlig. Vor allem unter den Armen. Sie... Also gut. Mach's gut, Pop. Ich werde mal schauen, wie ich Ivo und Alistair helfen kann. Oder ob. Ich sehe einen Mann mit einer großen Aufgabe, die er gerne erfüllen wird. Gerne? All die Arbeit, all die Gefahren, der Stress. Du denkst doch genauso über Stress wie ich. Ich durchschaue dich, Nate. Du hast deine Entscheidung längst getroffen. Es hat dir gefehlt. Etwas Gutes zu tun. Teil von etwas Großem zu sein. Anderen zu helfen. Wir brauchen Aufgaben im Leben. Und einige von uns sind umso zufriedener, je größer die Aufgaben, in die sie ihre Zähne versenken können. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, alter Mann. Ja, ja, die altbewährten Dornenranken, wer kennt sie nicht aus mannigfaltigen, beinahe unzähligen Games? Der Baum ist legendär. Ich kannte ihn schon lange, bevor ich Ivo kennengelernt habe. Ah ja? Dem Lebensbaum, wie er genannt wird, werden alle möglichen Kräfte zugeschrieben. Ich war ein klein wenig enttäuscht, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Für mich sieht er aus wie ein ganz normaler großer Baum. Nicht viele Sterbliche haben den Lebensbaum je erblickt. Und wenn, waren es gekrönte Häupter oder weise Männer. Ich habe sogar in seinem Schatten neben dem König gesessen. Mir die eine oder andere Flasche Apfelwein mit ihm geteilt. Cool. Also mit dem König. Nett, nett. Ja, da würde ich auch nicht nein sagen. Hat bestimmt die ein oder andere interessante Ansicht zu vertreten. Wo ich schon mal hier bin, nein? Das ist seltsam. Als ich das letzte Mal hier war, sah der Baum viel glücklicher aus. Ich glaube nicht, dass die Elfen wirklich große Fans von Migration sind, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ah, nein, nein. Ich frage mich, ob... Hier! Das habe ich gesucht. In dem Buch wird beschrieben, was die Symbole bedeuten. Das erste ist... eine Art kantiger Stein. Ah, sehe ich nicht? Da, Juwelen? Edelsteine, Juwelen. Das ist ein sehr vielversprechender Anfang. Das zweite Symbol. Okay, das Rätsel ist fast fast beleidigend einfach, aber ich spiel mit. Ja, macht Sinn. Die Stadt befindet sich irgendwo in der Umzuwüste. Weiter. Füße? Was haben Füße damit zu tun? Kann man die Stadt nur zu Fuß erreichen? Das nächste Symbol. Drei. Drei Füße? Das ist ungewöhnlich. Vielleicht bringt das letzte Symbol Aufklärung. Berge. Juwelen. Wüste. Berge. Das Juwel der Wüste am Fuße der drei Berge. Das ist es.
Lorem Ipsum, die Stadt mit den Dächern aus Gold ist das Juwel der Wüste und sie liegt am Fuße dreier Berge. Und diese drei Berge müssen sich westlich von Bremen befinden. Das sollte zu finden sein. Ja, ja, ja. Ah, die Dracheneier, die man immer noch nicht benutzen kann. Ein Drachenkopf, dazu passend. Diese coolen Würfel. Oh, Schwerter. Laut Ivo sind das die Schwerter einiger derjenigen, die versucht haben, das Waldlandreich zu erobern. Heutzutage weiß jeder, dass man sich mit den Elfen hier besser nicht anlegt. Was ich gerade gesagt habe. Aber eins aussuchen können wir uns leider nicht. Oh, ein Zylinder. In diesem Raum bewahren die Königin und der König einige der Geschenke auf, die Delegationen aus weit entfernten Ländern mitgebracht haben. Einiges ist eher bizarr. Vielleicht ist der Zylinder ein Geschenk einer Kobold-Delegation. Wobei, dafür ist er eigentlich zu groß. Nimm ihn. Vielleicht ist der Zylinder... Wegen so einer Blüte wurde ich beinahe einmal verhaftet. Mhm. Ich wusste nicht, warum sie fast überall verboten sind, bis ich zum ersten Mal gehört habe, wie jemand darauf gespielt hat. Weiß ich leider nicht mehr. Haben wir, glaube ich, gemacht in einem von den allerersten Teilen. Weiß ich leider überhaupt nicht mehr. Ist zu lange her. Ich muss vorsichtig sein. Wenn die Königin mich erwischt, darf ich nicht auf Milde hoffen. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er dir einen Antrag macht. Was wäre das für ein Leben für dich gewesen? Mhm. Du hättest ihn früh verloren, vielleicht schon 50 Jahre nach eurer Hochzeit. Oder wärst du mit ihm in die Welt da draußen gegangen und wärst gealtert wie er? Das wäre grausam und das habe ich ihm auch gesagt. Wenn man jemanden wirklich liebt, sei es manchmal besser, ihn gehen zu lassen. Du weißt, dass ich sehr überzeugend sein kann. Der menschliche Geist ist schwach und vielleicht war auch ein wenig Magie im Spiel. Forze. Hätte ich doch bloß gewusst, dass es schon zu spät war. Ach, diese verfluchte Hexe. Es klang alles so richtig. Ich war schon über dem Meer, als mir klar wurde, dass ich vielleicht den größten Fehler meines Lebens begangen habe. Und kein Wunder, dass Ivo mich hasst. Ihre Mutter wird ihr nie erzählt haben, was vorgefallen ist. Im Gegenteil. Vermutlich hat sie alles mir in die Schuhe geschoben. Ja, ja. Am liebsten würde ich da hochgehen, der alten Schreckschraube links und rechts eine verpassen und Ivo da rausholen. Oh ja, komm. Aber Ivos Mutter ist eine mächtige Priesterin. Sie könnte mich vermutlich auf dutzende Arten ausschalten, ohne dass ich wüsste, was passiert ist. Ich muss vorsichtig sein. Wie tötet man eine Elfenhexe? Warum hat sie Ivo plötzlich einschlafen lassen? Hatte Ivo etwa selbst ihren Eltern verheimlicht, dass sie schwanger ist? Hat sie vielleicht sogar deswegen den Elfenhain verlassen? Ivos Vater hat gesagt, dass nur sie Ivo aufwecken kann. Sie muss es aus freien Stücken tun. Niemand kann sie dazu zwingen. Sie sieht aus, als würde sie schlafen. Aber ihr Vater meinte, okay. Es sei mehr als ein Schlaf. Ich habe hierhin geklickt, aber okay. Ich muss sie überzeugen, dass sie nicht in Ivos bestem Interesse handelt. Sie will ihrer Tochter nicht schaden oder ihr unnötig wehtun. Ivos Vater hat gesagt, dass nur sie Ivo aufwecken kann. Ihre Mutter könnte sie Monate oder sogar Jahre lang in diesem Zustand lassen. Ich muss sie aufwecken. Das hat sie trotz allem nicht verdient. Trotz allem, ihr wurde zum Narren gehalten. Davon. Sie sieht aus, als... Aber ihr Vater meinte, es sei mehr als ein Schlaf. Für sie würde die Zeit stillstehen. Ihre Mutter könnte sie Ivos Spiegel. Als ich hier war, saß allerdings die meiste Zeit ihr dicker Vogel davor. Und da haben wir ihn doch schon. Das ist Cheep Cheep, Ivos Vogel. Er und ich sind nicht gut miteinander ausgekommen.
Er ist ein aufgeblasener Gockel und er sagt dasselbe von mir. Sein Job war es, mich von Ivo fernzuhalten. Das hat er mir jedes Mal mehr als deutlich zu verstehen gegeben, wenn ich mich ihr nähern wollte. Hätte er doch bloß auch so einen guten Job gemacht, nachdem ich weg war. Das Orakel auf Tugator kann durch alle spiegelnden Oberflächen schauen. Für ihn wird das hier ein Fest sein. Er liebt Dramen. Als wir rausgefunden hatten, woher das Orakel so viel über die Welt weiß, haben wir uns einen Spaß daraus gemacht, uns mit nackten Hintern auf Spiegel zu setzen. Wir mussten damit aufhören, als es anfing, uns absichtlich falsche Vorhersagen zu machen. Ups. Das Orakel auf Tugator, für ihn wird... Was gibt's hier noch was? Vielleicht könnte ich die Königin auf den Balkon locken, mir dann Ivo schnappen und... nein. Wo sollten wir schon hin? Ich glaube, Ivos Mutter. Hier. Vor allem genau da. Ich glaube, im Moment gibt es hier nicht großartig was zu tun. Spiegel, Mutter, blöder Vogel, geht gar nicht mehr. Haben wir den Vogel nicht mal umgebracht, hör mal? Den haben wir doch gekillt. So, Pflanzen kitzeln, ja? Oh. Ja, komm. Kille, Kille. Ja, haha. Look du. Keine Ursache. Warte auf der Mary, ja? Wozu, oder Luca? Jetzt können wir wieder beide steuern. Und... theoretisch können wir uns auch direkt verpissen, denn er hat ja gesagt, sobald das Vieh wieder am Start ist. Ich habe mich nie viel für Pflanzen interessiert, aber in diesem Garten gibt es Dinge, die ich noch nirgendwo anders gesehen habe. Diese zwei Pflanzen da zum Beispiel, es sieht aus, als würden sie einander wirken. Das Vieh hat eines Nachts einen Angriff auf dieses Bienennest gestartet. Es behauptet bis heute, es sei der süßeste Triumph seines Lebens gewesen. Es hat 3 Tage gedauert, bis die Bienenstiche so weit abgeklungen waren, dass es wieder normal in einem Bett liegen konnte. Autsch. Aber immerhin, es hat den Honig gebeutet, wie es klingt. So, ja gut. Tschüss und den Hippogreif nehmen wir mit. Also schön. Okay. Bremen und Wüste. Moment. Da. Das ist die Wüste, in der sich die untergegangene Stadt Lorem Ipsum befinden muss. Moment, ich müsste hier irgendwo eine detailliertere Karte des Gebiets haben. Aha. Okay, aber vorher zurück. Nicht ganz zurück. Also schön. Ich wollte doch, da war doch noch was anderes, das man angucken konnte. Nach allem, was Ivo mir erzählt hat, ist Seefels im Moment ein heißes Pflaster. Unter anderem der Palast des Bösewichts. Also wir lassen uns dort nicht ohne den Erzmagier blicken. Ich wollte noch viel mehr gucken seine eigentlich. Seine menschliche Version, meine ich. Schade. Schade. In den Nordlanden habe ich das Vieh kennengelernt. Nette Leute da oben. Pinguine hauptsächlich. In den Nordlanden nette... aus der Ecke kommt Wilbur. Fast nur Zwerge und Gnome leben dort. Für Menschen ist es im Weißkammgebirge zu kalt. Nur die besten Kapitäne sind schon am richtigen Ort, bevor sie ihre Reise beginnen.
Leinen los. Oh, okay. Glaubt es denn? Ja, ich auch nicht. Ich schätze, wir wissen, wer dafür verantwortlich ist. Guter Lob.